dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pikniza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu SPR. Mein Name ist, wie ihr hört, nicht Ricky, sondern Sebastian, denn Ricky sitzt schon auf gepackten Koffern und macht jetzt in Kürze das warm, was er schon seit Wochen androht. Er macht Sommerpause und deswegen habe ich jetzt die große Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Und ihr hört es an der Soundqualität, die ist nicht ganz so gut wie gewohnt. Das hat den Grund, weil das alles ein bisschen kurzfristig war und ich jetzt hier leider bei herrlichstem Wetter mit dem iPhone im Stadtpark sitze und hier die Anmoderation aufnehme. Aber es wird auch bei dieser Anmoderation bleiben, denn das Thema dieser Sendung ist ein ganz besonderes. Es geht um die Viererkette. Ihr erinnert euch, die vier nicht kommerziellen Podcasts rund um den VfB Stuttgart, der Brustring-Talk, die Nachspielzeit rund um den Brustring und VfB SPR hatten bereits in der Winterpause eine große Sendung zusammen aufgenommen und die Hinrunde analysiert und das wahnsinnig viel Spaß gemacht hatte und auch sehr gut ankam. Haben wir das natürlich jetzt nach der Saison wiederholt und so weh es auch tat, uns nochmal hingesetzt und die Rückrunde analysiert. Und das Besondere dabei war, wir haben es zum einen von Angesicht zu Angesicht gemacht, also nicht über Skype oder ähnliche Remote-Lösungen, sondern wir haben uns getroffen im Fanprojekt Stuttgart, in der Hauptstädter Straße in Stuttgart. Und das ist immer noch nicht alles, denn wir haben es vor Zuschauern getan. Das Fanprojekt war sozusagen ausverkauft. Der Eintritt war natürlich frei, aber es war wirklich gut besucht. Gestern Abend, es waren 50 bis 60 Leute da. Wir hatten einen tollen Abend, wir hatten ein tolles Publikum. Ja, das war eine ganz tolle Veranstaltung, die wir natürlich mitgeschnitten haben. Sowohl Audio als auch Video. Wenn das alles klappt, dann wird es auch noch was Visuelles geben, aber wir wollten euch jetzt nicht länger warten lassen und hauen deshalb die einzelnen Segmente wieder auf den einzelnen Podcasts raus. Ich hatte die Ehre, SPR zu vertreten gestern im Fanprojekt und durfte auch gleich den Auftakt machen. Und das Segment, das ich hatte und durch das ich geführt habe, war jetzt nicht das allerangenehmste. Es hieß Markus Weinzierl in der Rückrunde oder der VfB unter Markus Weinzierl in der Rückrunde. Jetzt nichts, was einen in Jubelstürme ausbrechen lässt. Aber ich denke, wir mussten auch darüber sprechen. Das haben wir gemacht. Und bevor ich jetzt noch weiter hier Parkatmosphärengeräusche anhören müsste, würde ich sagen, steigen wir gleich ein mit der Viererkette am 6. Juni, Donnerstagabend im Fanprojekt Stuttgart. Viel Spaß. Ja, ich würde auch sagen, gar nicht so viel mehr Vorrede. Ich würde sagen, wir steigen mal ein in den eigentlichen Teil und ich würde das ganz gerne mit einem Zitat machen, das tatsächlich bald einjähriges Jubiläum feiert. Das ist mittlerweile berühmt-berüchtigt. Ich halte heute die erste Rede, in der die Abwärtsspirale der letzten Jahre keine Rolle mehr spielen wird. Ab sofort geht der Blick nach vorn. Gut, wir wissen, hinterher ist man immer schlauer und abgestiegen. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, Sebastian, was machen wir denn jetzt damit? Genau, wir reden darüber, warum wir abgestiegen sind. Das ist halt nicht so ganz angenehm. Und wir haben uns überlegt, wir wollen euch ja nicht völlig deprimiert heute Abend aus der Veranstaltung rauslassen, dass wir vielleicht die ganz unangenehmen Themen zum Anfang machen und am Ende dann vielleicht so einen vorsichtig optimistischen Ausblick auf die neue Saison dann wagen können. Und mir obliegt es, ich glaube, das Thema habe ich bekommen, weil ich zum ersten Mal jetzt hier mitmache. Mein Thema ist Markus Weinzierl in der Rückrunde. Genau, ich bin ganz dankbar, dass jetzt halt von meinen 30 Minuten dann schon 22, nur noch 22 übrig sind, weil das Thema können wir, glaube ich, relativ kurz abhandeln. Ich würde euch da am Notebook bitten, ihr habt auch eine wichtige Aufgabe, ihr müsstet mal einen Pfeil nach rechts, bitte.
Dankeschön. Sehr gut. So, wow. Sollen wir uns hinsetzen? Ja, ich glaube, wir setzen uns mal hin. Sonst kann man das nicht lesen. Ist doch angenehmer. Ja. Also, das Zitat, auch ihr müsstet nächstes Jahr theoretisch nach Sandhausen, das will keiner. Erinnern sich vielleicht die meisten, ich glaube, es war nach dem Düsseldorf-Spiel. Also, Philipp, du wirst wahrscheinlich irgendwie, genau, das war so ein typischer Weinzieher, der irgendwie alle in die Pflicht genommen hat. Die Fans, die Spieler, die Journalisten, alle. Und bei sich selber weiß ich nicht, wie er es gemacht hat. Sprechen wir drüber. Also, ich nur noch mal kurz. Wir erinnern uns, er kam am 8. Spieltag, da stand der VfB übrigens auf Platz 18 und noch nachgeguckt, also er hat den VfB 2 Plätze nach oben gebracht, hat dann 23 Spiele war er unser Trainer, also hat wirklich 2/3 der Saison war er unser Trainer ist, und heraus sprangen dann 4 Siege, 4 Unentschieden und 15 Niederlagen. Am Ende in seiner Amtszeit waren es 21-57 Tore und 0,67 Zähler pro Partie. Und damit ist es nicht verwunderlich, der VfB spielte die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte und er war halt leider auch der schlechteste Trainer der Vereinsgeschichte. Und auch da erinnern wir uns ganz ungern dran zurück, aber nochmal kurz sein Einstand, die 3 Spiele gegen Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt und 0-11 Tore. Da hat man sich dann ja wirklich die Winterpause herbeigewünscht. Und die kam dann auch, es gab dann ja noch die Siege gegen Augsburg und Berlin, überraschenderweise. Und man ging dann ja mit so einem leicht optimistischen Gefühl in die Winterpause. in Gedanken nach La Manga, dass er da halt eine schlagkräftige Truppe formt, die dann so eine typische Rückrunden-VfB-Performance bieten kann. Es kamen mit Esfahan und Zuber 2 Transfers, die er sich wünschte. Die kamen halt und ich hatte schon so ein bisschen Optimismus. Dann kam ja aus La Manga erstmal die Nachricht, dass Markus Weinzierl seine Achse gefunden hat, die in der Rückrunde alles besser machen wird. Die Achse hieß dann Zieler, Kempf, Aogo, Gentner, Gomez. Und wenn ich mich recht erinnere, hat diese Achse genau einmal gespielt, nämlich gegen Mainz am 18. Spieltag und danach nie mehr aus Verletzungs- und auch Leistungsgründen. Aber das mit so Achse und VfB, wo man sagt, na, vielleicht soll es doch lieber aus Leistungsgründen aufgestellt werden, da war man schon ein bisschen skeptisch. Und das andere, was man dann noch hörte, waren die Disziplinprobleme. Ne, der Maffeo, Sosa, Donis, verpasste Termine. Donis durfte dann das Testspiel nicht mitspielen. Also das, was so aus dem Trainingslager nach Stuttgart drang an Nachrichten, war dann vielleicht nicht mehr ganz so optimistisch. Und das erste Spiel nach der Rückrunde gegen Mainz war dann ja auch eher schon wieder so ein Stimmungsdämpfer. Oder wie habt ihr es gesehen? Optimistisch war es nicht, nee, weil wir recht zügig ja 0-3 zurücklagen, oder recht zügig, also wir lagen 3-0 zurück und dann irgendwann kurz vor Ende, als eigentlich schon die Mainzer gefühlt nach Hause gefahren sind, dann hat der VfB ja nochmal 2 Tore geschossen, es gab kurz Hoffnung im Stadion, ich erinnere mich noch einen Pfostentreffer von Donis, ja, das war dann der Einstieg in die Rückrunde. Genau. Und leider keinem Erfolgserlebnis, wie du gesagt hast, optimistisch vielleicht reingegangen, das aber leider nicht gekommen ist. Genau, weil der Markus Weinzierl sich, als er nach Stuttgart kam, auch immer sehr strikt von den Ergebnissen unter Korkut distanziert hat. Er hat gesagt, wenn wir die ersten Spiele verlieren, die Mannschaft hat sie verloren, die muss man gewinnen. Und dann dachte man, ja, wenn er jetzt dann das Heft in der Hand hat, dann gewinnen wir die auch. Und dann hat man ja gesehen, okay, gegen Mainz hat es schon nicht geklappt, gegen die Bayern vermutlich auch nicht. Und dann kam das Augsburg-Spiel und man merkte, irgendwie stimmt da ja auch atmosphärisch irgendwas nicht. Also ich erinnere mich, ich habe es mir aufgeschrieben, das Schuhgate von Borna Sosa gleich zum Auftakt, wo er zur Halbzeit runtergenommen wurde, weil er mit Ballettschläppchen gespielt hat oder so. Und dass auch Markus Weinzierl erst in der Halbzeit wohl auffiel und den Spieler dann nach Abpfiff dann rund gemacht hat, wo man sich dann auch fragt, ja klar, er muss die richtigen Schuhe tragen, aber gibt es dann im ganzen Staff niemanden, der eben vielleicht sagt, ey, Junge, komm mal an die Seite und zieh die andere Schuhe an. Das war so eine Geschichte, wo man sich schon fragte, ob es da halt überhaupt noch so richtig stimmt im Team und in der ganzen Chemie. Und dann kam das unsägliche 0-3 in Düsseldorf, wo man dann dachte, das könnte es eigentlich schon gewesen sein für Markus Weinzierl, aber dann wurde nicht Weinzierl rausgeworfen, sondern Reschke. Ja? Ganz erstaunlich. Grundsätzlich eine tolle Entscheidung. Vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, und vor allem halt auch nicht die richtigen Gründe, sag ich mal. Also genau. Das ist ja, dass wir alle mit Reschke nicht so glücklich waren, da sind wir uns, glaube ich, mehr oder minder einig, aus den verschiedensten Gründen. Aber warum er dann rausgeworfen wurde, das war ja vor allem nur, damit der Herr Dietrich sagen kann, so, ich hatte ja auch gesagt, die Konsequenzen wurden ja schon gezogen. Eigentlich hätte der Trainer fliegen müssen zu dem Zeitpunkt schon. Und das ist halt, ja. Und dann natürlich Thomas Hitzlsperger zu installieren, der. Ein sehr kluger Zug, ja, also klug ist er sowieso. Aber ja, der Meisterchef, der sagt natürlich erstmal keiner, nee, wollen wir nicht. Ja, aber es hat halt auch nicht, also geholfen hat es nicht.
Genau, wobei durch die Installation von Hitzelsberger dann dieser sagenumwobene, aber nie bewiesene Hitzeffekt durch Stuttgart ging. Genau, ja. Aber man hat es an Markus Weinzierl, fand ich, tatsächlich gesehen, dass er mal wieder einen Vorgesetzten hat, mit dem er arbeiten möchte und wo ihm das Spaß macht, weil er lief ja wirklich die meiste Zeit griesgrämig durch die Gegend und da hat man gesehen, hey, da könnte was entstehen. Da ist nie was entstanden, aber es hätte was entstehen können. Ne? Pressekonferenzen, finde ich, hast du es gemerkt. Genau. Er war gelöster wieder, absolut, nachdem Reschke weg war. Zwischendurch, ja. Ja, so zwei, genau. Drei Spiele halt ungefähr. Ja. Nicht zu lang. Genau, und Thomas Hitzelsberger hat sich ja dann auch erstmal klar zu Weinzierl bekannt. Im Gegensatz zu Reschke, der Weinzierl ja eigentlich rauswerfen wollte. Und Thomas Hitzelsberger sagte dann, ich werde alles tun, solange wie ich spüre, dass es sinnvoll ist. Und das geht hoffentlich eine lange Zeit. Wir sprechen im wahrsten Sinne des Wortes die gleiche Sprache. Mein Draht zu Markus ist wirklich sehr, sehr gut. Also wahrscheinlich nicht nur, weil sie beide aus Bayern kommen, sondern das hat erstmal gepasst. Und man hat es auch gemerkt, gelöste Stimmung und so weiter. Und dann das erste Spiel der beiden war ja das 1:3 gegen Leipzig, meiner Meinung nach, zu Hause. Und man dachte, okay, da war er echt schon mit wenig zufrieden halt, ne? Ja. Es ist generell erschreckend, so mit wie wenig man zufrieden sein konnte. Ja. Wir haben uns ja schon über Punkte gefreut, als ob man gewonnen hätte. Gut, ich habe mich fast schon über das Tor gegen Lazio von Elfmeter, war von super, ne? Verwandelt. Ja, das ist ja auch eher selten bei uns. Oder wenn man mal gute 10 Minuten hatte. Ja, genau. Also man hat sich ja an Kleinigkeiten wirklich hochgezogen und gesagt, jetzt kann es ja das nächste Spiel mal besser werden oder es kann vielleicht auch mal 2 Spiele halten. Genau, und das war das Zitat von Thomas Hitzelsberger bei seinem Amtsantritt. 6 Wochen später wurde dann wieder gefragt, wie es denn jetzt mit dem Trainer aussieht. Da sagt er, ein Bekenntnis ist im Profigeschäft Fußball, egal zu welchem Zeitpunkt, fehl am Platz. Und ich bin erstaunt, wie hartnäckig sich Ihre Frage hält. Und dann kam das Spiel in Augsburg und danach sagt er, wir werden definitiv sprechen, dafür war die Niederlage zu krass. Und damit war dann die Rückrunde unter Markus Weinzierl, so wie mein Thema ja auch heißt, dann auch schon beendet am 30. Spieltag. So, erst eine Viertelstunde jetzt. Ja, ja, also, du musst doch. Ich habe bestimmt noch ein paar provokante Thesen. Ich habe Thesen, genau. Dass er gescheitert ist, haben wir alle festgestellt, das wissen alle im Raum. Und jetzt müssen wir aber eigentlich besprechen, das ist ja unsere Aufgabe, warum ist er denn überhaupt gescheitert? Also woran hat es gelegen? Hat es am Kader gelegen? Hat es an ihm gelegen, an seiner Art, an Michael Reschke, also an internen organisatorischen Dingen. Und mein Problem mit ihm war diese kühl distanzierte Art, die er von Anfang an hatte. Also, dass er sich distanzierte und sagt, ich gehöre eigentlich gar nicht so zum Team, weil was vor meiner Einstellung passiert ist, damit habe ich eh nichts zu schaffen. Und er hat immer sehr die Mannschaft in die Pflicht genommen und später dann auch die Fans, die alle ins Stadion kommen müssen, weil sonst sind sie schuld, wenn der VfB nicht gewinnt. Dann sogar die Journalisten, die ja eigentlich neutral berichten sollen. Das hat mir nicht gefallen. Und das funktioniert meiner Meinung nach auch nur, wenn der VfB Erfolg hat, so eine Art. Aber er hat es ja nie geschafft, bis dann Nico Willig hinterher geschafft hat, da kommen wir später noch drauf, irgendwie alle zu motivieren und mitzunehmen. Und das hat er weder bei den Fans geschafft, und ich glaube, er hat es bei den Spielern auch nicht geschafft. Das zeigen ja auch Interviews und Zitate von einigen Spielern, dass er es nicht geschafft hat, zum Beispiel ihnen zu vermitteln, einen Borna Sosa zu vermitteln, warum er nicht spielt. Also gibt es ja auch dieses Zitat, das er dann in einer kroatischen Zeitung gab, dass er es gar nicht versteht, warum er nicht spielt. Und das ist, glaube ich, so das Grundproblem von Markus Weinzierl gewesen, was er auf Schalke ja auch schon hatte, dass er wenige Spieler nur hatte, die dann halt hier in Stuttgart keine Leistung gebracht haben und die außen vor waren, waren halt wirklich außen vor und er hat ihnen nicht erklärt, warum. Oder seht ihr das anders? Also ich glaube, am Anfang war es ja auch sehr auffällig, wie lange er gebraucht hat, überhaupt mal von wir zu sprechen. Ja? Also von wir als Mannschaft, als Team. Das war immer so das Team, das er irgendwie übernommen hat und er ist jetzt da und er macht jetzt irgendwas mit dem Team, sagt ihm irgendwas. Das hat einige Spieltage gedauert. Gut, ich meine, die Ergebnisse waren auch dazu angetan, sich da nicht unbedingt zu identifizieren damit wahrscheinlich. Aber es hat einige Spieltage gedauert, bis er überhaupt erstmal das dann als Einheit begriffen hat, wenn ich mich da richtig erinnere. Wobei das ja noch ein Unterschied ist, was du in der Pressekonferenz sagst und wie du intern auftrittst. Also das wissen wir auf der anderen Seite auch nicht. Genau, aber ich erinnere mich ganz am Anfang, das war, glaube ich, seine erste Trainingseinheit, wo er Pablo Maffeo irgendwie... herzergreifende Szene, wo er ihm das Kinn irgendwie hoch und dann der ist genau der Richtige, um die Jungs wieder irgendwie aufzubauen. Ja. Und das war, ich weiß nicht, warum er es dann nicht gemacht hat. Also was mich am meisten an Weinzierl gestört hat, war halt wirklich, dass er irgendwann im frühen Frühjahr, späten Winter jede Woche quasi die gleichen Leute hat spielen lassen. Sosa hat sich aufgeregt, inhaltlich zu Recht, von der Form her natürlich überhaupt nicht angemessen. Und das ist eigentlich, und damit hat er auch letztendlich die Mannschaft verloren, meiner Meinung nach. Dass, wenn du halt jede Woche die gleichen Leute, fast die gleichen Leute spielen lässt, fast die gleiche Formation, damit aber keinen Erfolg hast, dann bringt das irgendwann nichts mehr. Und sagen die, ja, und warum spielt Insua die ganze Zeit durch, der nur echt auch keine gute Runde gespielt hat? Ja.
Genau, gegen Ende war es dann ja, da hat er quasi das Gegenteil gemacht, weil dann schießt er so, als ob er wild rumprobiert. Ne? Das war echt so ein Akt der Verzweiflung eigentlich, weil dann kam er, hat er, glaube ich, alles das versucht, was man ihm vorgeworfen hatte, nämlich nichts umzuwerfen, hat er dann irgendwie im Eiltempo gemacht und das konnte dann auch nicht mehr funktionieren. Also das fand ich ja irgendwie schwierig, dass er das in so eine Panikaktion dann verfallen ist. Er hat es ja irgendwie noch versucht rechtzufertigen in dieser denkwürdigen PK vor dem Augsburg-Spiel, wo wir eigentlich alle schon gemerkt haben, okay, das war das, egal wie es ausgeht, das war wahrscheinlich sein letztes Spiel, wo er dann gesagt hat, naja, die ersten drei Spiele habe ich versucht offensiv zu spielen, es ist in die Hose gegangen und dann, ja, aber also mir hatte bei ihm so ein bisschen der Ansatz gefehlt, wie es funktionieren kann. Also klar, ich meine, die Mannschaft hat natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, unabhängig davon, wer jetzt da gespielt hat oder nicht, ja, also zuvor, das ist mal diese Mannschaft abgestiegen mit relativ vielen erbärmlichen Leistungen. Auch Augsburg und auch Düsseldorf, die Spiele, kann man natürlich nicht nur allein Weinzierl anlasten. Da hat auch, haben auch Spieler komplett versagt. Ja. Absolut, und man muss ja auch sehen, also ich habe mir mal dann noch Hinrunde- und Rückrundentabelle angeguckt, um nochmal zu gucken, ob dieser Hitzeffekt dann wirklich da war. Also in der Hinrunde unter Korkut und Weinzierl gab es 14 Punkte und 35 Gegentore und in der Rückrunde unter Weinzierl und Willi gab es dann 14 Punkte und 35 Gegentore. Ne? Also wir haben einfach zwei ganz verheerende Halbrunden gespielt und da hat sich eigentlich da wirklich wenig geändert und auch, das hatte ich noch vergessen, diese Umstellung von Dreier auf, oder von Vierer auf Dreier-Fünfer-Kette, die er dann halt zur Rückrunde unternommen hatte, wo man auch dachte, das bringt jetzt Stabilität rein, hat ja dann auch nicht funktioniert, wenn man sieht, ne, halt in 17 Spielen 35 Gegentore, sowohl in der Hin- wie auch in der Rückrunde, das hat halt alles nicht funktioniert. Ja, und ich glaube, er ist irgendwie auf persönlicher Ebene halt irgendwie nie mit dem Kader, dass er, man hat ja gesehen, was Nico Wittig dann geschafft hat, wirklich in wenigen Tagen, dass er irgendwie das schafft, dass die Leute für ihn rennen und das hat Weinzierl irgendwie nie geschafft und auch wir, also als Fan, hast du nie gedacht, hey, das ist so ein netter Typ und dem gönne ich das oder so. Da hast du gesagt, ja, das ist jetzt halt der Trainer und wahrscheinlich ist er nicht lange da, aber jetzt soll er, hoffentlich hat er Erfolg, aber wenn nicht, ist er eigentlich auch nicht so schlimm. Also irgendwie diese Identifikation, die war, glaube ich, von allen Seiten nie gegeben. Aber die Frage ist ja, wann hat er die Mannschaft verloren? Weißt du, also er ist neu gekommen und dann hat man schon das Gefühl, ein neuer Trainer kann ja in dem Moment was bewegen und der hat die Chance, er fängt bei Null an. Du hast die Szene mit Maffeo genannt, wo er quasi ihm auf dem Trainingsplatz aufgebaut hat. Aber irgendwo muss er ja die Mannschaft dann verloren haben. Und ich hatte davor mit einem Schalker gesprochen. Und der hat eben auch genau gesagt, das Problem war auf Schalke auch schon, das, was du auch angesprochen hattest, dass er eben so auf einen ganz, ganz kleinen Kater, also den er wirklich einsetzt, vertraut. Und dass dann natürlich die anderen außen, also alle in Akolo und wie sie alle hießen, Tommy, alle komplett außen vor, natürlich dann auch überhaupt keinen Bock mehr haben. Und ich glaube, dann erzeugst du auch natürlich eine extrem schlechte Stimmung in so einem Team. Wenn du weißt, die einen, das sind die, die immer spielen. Ich kann auf dem Trainingsplatz machen, was ich will. Ich werde nie spielen. Hätte ich zugegeben, auch irgendwann keinen Bock mehr im Training Leistung zu zeigen und irgendwie vielleicht auch zu einem gut funktionierenden Mannschaftsgefüge dazu beizutragen. So wird es mir gehen. Ich meine, die einzige wirklich erfolgreiche Zeit war ja in Augsburg. Ja, aber das ist natürlich ein ganz anderes Umfeld. Ja, also Umfeld ist nicht wir. Umfeld nicht wir, sondern Umfeld in dem Fall einfach eine Mannschaft, die zwar spielerisch relativ talentiert war, aber von der Einstellung her und von der ganzen Herangehensweise an diese Saison problematisch war. Also ich glaube, in einer intakten Mannschaft hätte Weinzierl vielleicht auch besser funktioniert. Mit Sicherheit. Aber mit der, Entschuldigung, Kacktruppe. Das liegt auch an ihm, weil er halt auch kein besonders guter Trainer dann für diese Mannschaft war oder vielleicht auch generell nicht der passende. Aber er war halt einfach für so eine Mannschaft der falsche Trainer, muss man einfach sagen. Also von deren Charakteren, nenne ich es jetzt mal. Wem ist sein Wunschkandidat war es eigentlich? Weinzierl. Reschke, oder? War es Reschke sein? Ja, der wollte ihn doch schon vor Korkut holen und dann ging es nicht, weil er noch bei Schalke, weil er noch zu Hause auf dem Sofa saß und Geld aus Gelsenkirchen bekommen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja gut, ich meine, ein Trainer, der halt bei kleineren Bundesliga-Clubs oder halt bei Jugendmannschaften erfolgreich war und dann zum VfB kommt, also das ist eine Erfolgsgeschichte. Erfolgsgeschichte, das werden wir nächste Saison wieder sehen, also hoffentlich gab es dann besser, aber das ist halt schwierig. Ne? Und bei Markus Weinzierl muss man sich dann für ihn ja auch fragen, also der wird jetzt ja auch sicherlich nicht in nächster Zeit bei einem großen Bundesliga-Club dann unterkommen, also der muss dann auch erstmal dann wahrscheinlich irgendwie zwei Etagen runtergehen und da wieder einen Job finden und dann zeigen, dass er es halt wirklich kann, das, was er in Augsburg gezeigt hat, weil das hat jetzt halt zweimal nicht funktioniert und zweimal scheint er an denselben Sachen gescheitert zu sein. Und was du sagst, wann hat er die Mannschaft verloren? Ich weiß halt gar nicht, ob er sie je gehabt hat. Ne? Also du kommst als neuer Trainer, die sind alle halt müde vom Korkut und dann kommt der neue Trainer, jeder freut sich und dann fängst du halt in drei Spielen halt 11 Tore und wahrscheinlich warst du halt da schon vorbei, eigentlich. Genau. Dann schaffst du irgendwie mit Mühe und Not den Sieg in Nürnberg.
Und ja, und dann das Winterlager, was dann auch nicht funktioniert, was nochmal so ein Punkt gewesen wäre, wo man sie vielleicht kriegt. Und meine Theorie ist ja, also ganz persönlich und wahrscheinlich ohne wissenschaftliche Hintergründe, er ist ja Lehrer, als ausgebildeter Lehrer, der aber nie den Beruf ausgeübt hat. Aber so kam er immer vor, im Lehrstuhl im Hängen geblieben sozusagen. Ja, aber ne, also ich glaube, er ist Hauptschullehrer, glaube ich, und ich glaube, wahrscheinlich kommst du dir als VfB-Trainer vielleicht manchmal so vor, wenn du solche Leute hast. Entschuldigung. Können nichts rausschneiden, ja. Das ist schneidbar. Nee, das macht das Instagram aus. Genau. Dennis, lass das. Manchmal nein, aber in seinem Umgang mit Leuten, die halt Anfang 20 sind oder auf jeden Fall jung, dem man halt dann auch erklären muss, warum sie vielleicht nicht spielen. Und ich glaube, er hatte so für sich das Selbstverständnis, wenn er sagt, der spielt nicht, dann spielt er halt nicht, weil ich bin der Lehrer, der Chef, der Boss und das ist halt einfach so. Und das hat halt nicht funktioniert. Ne? Und das ist so meine ganz persönliche Theorie. Mangelnde Kommunikation. Genau das, was Hassan bei Schalke gesagt hat, mangelnde Kommunikation. Bart Stuber hat ja zum Beispiel gesagt, wusste auf Schalke nicht, wieso er nicht gespielt hat. Hier genau das Gleiche. Und das ist natürlich, damit kommst du bei einer Mannschaft nicht weit. Und vielleicht ist es dann eher wirklich so, er hat die Mannschaft nie für sich gewinnen können. Es war von Anfang an, hat es nicht funktioniert. Es hätte vielleicht funktioniert, landest du einen Überraschungssieg gegen Dortmund oder reißt du da irgendwas, dann kriegst du es vielleicht hin. Aber so waren halt von Anfang an mit spielerischen Ergebnissen, mit ich krieg die Mannschaft nicht auf meine Seite, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Aber dann ist halt die Frage, war die Nibelungentreue von Hitzlsperger zu lang? Hätte er da früher agieren müssen? Er hat zwar gesagt, ich entlasse ihn nicht nach Düsseldorf, aber hätte er da früher eingreifen können, müssen sollen? Ja gut, ich meine, wenn man jetzt sieht, was Nico Willig halt in wenigen Spielen geschafft hat, muss man sagen, ja, hätte. Ne? Also genau. Wenn man halt Reschke und Weinzierl halt irgendwie vielleicht dann gleichzeitig oder, aber man hat tatsächlich dann zu lange an Weinzierl festgehalten. Wobei man natürlich auch nicht weiß, ne, wenn Nico Willig dann nicht so gut startet, dann geht es vielleicht genauso, dann ist es immer schwer. Dann hinterher ist man immer schlauer, aber so hinterher kann man sagen, ja, es hat vielleicht zu lange gedauert, bis man gemerkt hat, dass Markus Weinzierl nicht der richtige Trainer ist, um den VfB zum Klassenerhalt zu führen. Interessant ist natürlich auch, was man jetzt dann noch die letzten Tage gehört hat, dass es ja auch zwischen Sportvorstand und den Trainern nie funktioniert hat. Ja, also in die Richtung gab es ja dann auch noch eine Baustelle. Jetzt wissen wir nicht genau, was da dann alles vorgefallen ist. Aber es ist ja auch nirgendwo in irgendeiner Phase mal Ruhe eingekehrt, wo man dann irgendwann mal hätte arbeiten können oder sagen können, okay, das Thema habe ich jetzt mal hinter mir, jetzt kümmere ich mich um die Mannschaft oder meinetwegen auch umgedreht, jetzt Mannschaft läuft, jetzt kümmere ich mich um den Sportvorstand von seiner Seite aus. Aber er hatte da, glaube ich, auch an vielen Fronten zu kämpfen und ist daran gescheitert dann auch am Ende. Genau, und der VfB ist halt komplett dann auch insgesamt an dieser Konstellation gescheitert. Ne? Also unter Reschke war es dann der zweite Trainer und auch beim zweiten Trainer hört man dann, dass er bei ihm in der Kabine stand und sich eingemischt hat. Dann ist Michael Reschke weg, dann kam Thomas Hitzlsperger. Also es wäre ja immer irgendwie ein Kommen und Gehen gewesen und diese Trainer-Sportvorstand-Geschichte war ja nie ein Team, was man jetzt hoffen kann, dass es ja kommt, so und so ist. Aber es hat ja jeder für sich irgendwie was gemacht und dass das dann nicht zum optimalen Ergebnis führen kann, ist dann auch klar. Vor allem, wenn du halt eine Mannschaft hast, die halt dann nicht von sich aus quasi das Beste macht, sondern die halt wirklich dann Anleitung dann offensichtlich braucht. Ja, und das große Problem war natürlich auch einfach, was wir die ganze Saison eigentlich hatten, die Offensive. Ja, also er hat dann zwei Offensivspieler bekommen. Zuerst war der eine gut und der andere quasi unsichtbar, dann war der andere wieder unsichtbar und der eine war wieder gut. Also auch Esfand und Zuber, die haben ja nie gleichzeitig das gebracht, wofür man sie geholt hat. Ich weiß noch, der Zuber hat die ersten Spiele der Rückrunde nur Murks gespielt und dann ist er plötzlich mit drei Toren in drei Spielen aufgetaucht. Ja, mit Leipzig hat es angefangen. Genau, ja, Leipzig und dann mit Bremen, dann hat er 3-4 Mal getroffen. Genau. Und sie dann verletzt. Genau. Wie es halt so ist. Ja. Genau. Und dann ist er aber auch wieder ziemlich abgetaucht, finde ich. Und Esswein, ja gut, der ist halt die ganze Zeit gelaufen, ja, hat sich viel eingesetzt, hat aber auch nichts. Also ich weiß, er hat gegen Bremen, wo er das ein Tor eingeleitet hat. Gegen Hannover, da hat er zwei Tore nicht direkt vorgelegt, aber eingeleitet. Okay. Das war, glaube ich, sein bestes Spiel, so von der Effektivität her. Aber ansonsten, dann haben wir auch schon alle in unserem Podcast ausgiebig diskutiert. Der ist halt viel gelaufen, der Junge. Das war's. Und hat mit seiner Einstellung sicherlich auch einen guten Teil dazu beigetragen zur Mannschaftsleistung. Aber das reicht mir halt für einen Offensivspieler nicht. Gerade nicht in einer Mannschaft, die nur, 32 Tore geschossen? Zu wenig Tore geschossen hat. Und das ist halt das Problem, warum wir auch in dieser Rückrunde nicht vom Fleck gekommen sind und nicht von diesem 16. Platz runtergekommen sind, weil wir einfach nicht wussten, wie wir vorne Tore machen sollen. Wir hatten einmal das Glück, dass wir gegen Hannover gespielt haben, die völlig von der Rolle waren, und das war's.
Noch das Spiel gegen Wolfsburg. Okay, das ist ja schon neuer Trainer. Ja. Andreas, genau, und da kann man noch mit Markus Weinzierl nichts zu tun, aber noch sagen, wenn man jetzt im Nachhinein auch liest, dass Mario Gomez in der Winterpause zu Michael Resch gesagt hat, dass es vielleicht gut wäre, noch einen Stürmer zu holen. Dein Stürmer Nummer 1 sagt dir, kannst vielleicht noch einen Stürmer holen, weil ich bin es vielleicht noch nicht mehr. Und Michael Resch holt dann Ozan Kabak, der uns ja auch dann, der ein toller Typ ist, ein super Spieler und eine totale Bereicherung war, aber hat uns halt nicht geholfen, weil wir haben ja trotzdem wieder 35 Tore bekommen und wir hätten halt vorne Tore schießen müssen. Ne? Und deswegen ist vielleicht die Verpflichtung von Ozan Kabak in der Winterpause irgendwie so wirklich der Schlüssel zum Abstieg gewesen, so blöd das auch klingt. Ja. Aber wir brauchten ihn nicht, weil dann saß halt Baumgartl auf der Bank, der hätte das auch nicht schlechter gemacht. Jetzt monetär gesehen ist es vielleicht ganz gut, weil das macht man halt, aber es ist halt der Abstieg, der dagegen steht. Nee, also tatsächlich ist, glaube ich, Kabak, wenn es gut läuft, ein Nullgeschäft. Ja? Also wenn man das erlöst, was man bezahlt hat, plus dann die Gehälter und so weiter, da wird nicht so viel rauskommen dabei, denke ich mal. Wir haben es ja doch, oder? Der zweite Investor kommt. Der zweite Investor, ich gehört bis 30.06., dann ist alles den gut. Verkünden oder wir nachher. Ja. Ja, aber dann wäre eben das Thema, dass Reschke halt die Winterpause halt auch nicht sinnvoll genutzt hat. Ja, oder für sich halt sinnvoll, aber nicht für den VfB. Genau. Ne? Also, weil du brauchst halt nicht einen Verteidiger Nummer 5, sondern du brauchst halt einen Stürmer, der Tore schießt. Hat Kontakte geknüpft, die er jetzt... ja, genau. Ja. Gut, hat quasi jetzt die Spieler geholt, die hat dann bei Schalke genau. Da hat schon entsprechende Klauseln reingeschrieben. Ganz ehrlich, Winterpause ist aber nur, also ich will das Reschke nicht verteidigen, aber Winterpause ist natürlich auch schwierig. Ja? Absolut. Ja, wenn du Glück hast, kriegst du mal so jemanden wie einen Tommy, der dann eine Halbserie gut spielt. Aber klar, wenn du einen Stürmer brauchst und einen Innenverteidiger holst, dann ist das halt irgendwie am Thema vorbei. Also, ja. Oder der hat nicht gesehen, dass er einen Stürmer braucht. Wie gesagt, wenn der Gomez halt sagt, ich bring's halt irgendwie nicht mehr. Also was ja auch ein Armutszeugnis eigentlich ist für deinen Stürmer Nummer 1, der halt viel Geld verdient. Ja, also ganz schwierig, aber daran hat es dann wirklich gelegen. Ne? Aber nochmal zurück zum Thema, hat er ihn zu spät entlassen? Also hat Hitzlsperger Weinzierl zu spät entlassen? Das schließt sich ja so ein bisschen gegenseitig aus. Also Hitzlsperger ist ja gekommen, weil Weinzierl noch da war. Ne? Also und da, klar, dass der jetzt nicht die nächsten drei Spiele direkt sagt, okay, Markus war nett mit dir, tschüss, das war ja auch klar. Also mich hat das nicht gewundert, dass Weinzierl dann noch so lange da war und dann braucht es wahrscheinlich wirklich diese Klatsche in Augsburg, damit er in Hitzlsperg auch die Reißleine ziehen kann. Ja, also ich meine, wenn ich mal gucke, Düsseldorf, wie viele Spiele waren es dann bis Augsburg? Ja, waren schon noch ein paar, aber dann spielst du halt wieder Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt. Lässt ihn dann irgendwie nach dem 3-1 in Dortmund? Ja, aber das waren alles so Sachen, man hätte ihn entlassen können, ja, aber dann... Er war halt so ein bisschen, finde ich, so Deadman Walking. Ne? Du hast ja, jetzt kommen die drei Spiele, wo wir die Klatsche bekommen haben. Ja, genau. Das wird eh wieder nichts und dann wird er auch nicht entlassen sein. Er verliert irgendwie 0-5. Aber wenn sich die Niederlage in Grenzen hält, dann bleibt er. Und er muss sagen, verlieren wir nicht einfach Zeit. Ne? Und dann wartest du auf das Spiel nach den drei Spielen. Und sagst, aber wenn er da dann verliert, dann ist er weg. Und das war halt diese Gemengelage. Ja, oder du entlässt ihn halt vor den drei Spielen und dann hast du halt einen neuen Trainer, der gleich drei Nackenschläge bekommt. Und gut, ich hatte zwischendurch auch einfach den Eindruck, es macht eh keinen Unterschied, wer die Truppe trainiert. Also ich meine, wir kommen ja gleich noch auf Willig zu sprechen. Ja. Ja, also das waren auch interessante Spiele dabei, ja, da waren auch zwei Siege dabei, aber da war halt auch Berlin dabei. Genau. Ja. Gut, ich meine, Schalke können wir rausrechnen, kommen wir gleich noch zu, aber ja, Nico Willig ist mit Sicherheit ein super Typ, aber ob das jetzt die richtige Wahl gewesen wäre, mit dem in die neue Saison zu gehen, weiß ich auch nicht. Da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Datengrundlage aus den. Wie viele Spiele hat er gehabt? 5? Also ja, deswegen, ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob das bei der Mannschaft überhaupt einen Unterschied macht, wer sie trainiert. Ja. Ja, ich glaube, diese Verknappung zu sagen, er macht halt wirklich nur die 4+2 Spiele, war halt nicht schlecht, ne? Weil dann muss man, es ist ein Projekt und jeder haut sich nochmal rein, das ist üblich halt, der übernimmt jetzt und wenn er dann gut spielt, dann gute Ergebnisse liefert, dann kriegt er einen Anschlussvertrag, das ist das, was immer passiert. Und dann verliert er die ersten 4 von 6 Spielen, ist er wieder Geschichte halt. Ne? Und wenn man sagt, hey, der ist so wichtig, den brauchen wir in der Jugendarbeit, dann war das genau der richtige Schachzug. So viel zum VfB Stuttgart unter Markus Weinzierl in der Rückrunde. Das war, wie gesagt, das erste Segment von vieren. Und ich hoffe mal, ihr wollt jetzt gleich weiterhören. Das nächste Thema, was wir dann besprochen haben, war Nico Willig und die Relegation. Und das könnt ihr dann hören bei den Kollegen vom Brustring Talk. Da könnt ihr gleich hinspringen, wenn ihr lieber mit Teil 3 weitermachen möchte. Zustand von Verein und AG, dann geht zur Nachspielzeit und final haben wir dann noch gesprochen über Mislintat Hitzlsperger und der Blick auf die zweite Liga. Da wird es dann versprochen auch ein bisschen positiver. Das hört ihr dann
bei Rund um den Brustring. Das war es jetzt auch schon von mir in dieser Folge eigentlich. Also ich danke nochmal allen, die bei der Viererkette vor Ort waren, die mitgeholfen haben. Auch noch vielen Dank ans Fanprojekt Stuttgart. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, allen anderen auch. Das schreit eigentlich nach einer Wiederholung. Also lasst euch mit dem Hören vielleicht ein bisschen Zeit, weil, wie eben schon angekündigt, ist bei uns jetzt tatsächlich erstmal Sommerpause. Ich denke, 14 Tage, bis wir dann wieder da sind, sollten auch einige Themen wieder auf dem Tisch liegen. Stichwort Christian Gentner zum Beispiel. Aber das dann für die nächste Sendung, wenn wir wieder zu zweit und nicht im Park sitzen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.